Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wie ihr seht, wollen wir jetzt Lift-Off Drohnen Racing mal spielen. Ich bin nicht der Racing-Fan, das wisst ihr ja. Also, Fan, ja. Ich bin halt nicht gut drin, mit Autos hin und her zu fahren. Aber ich hoffe, dass es bei Drohnen vielleicht etwas besser ist. Und der Trailer sah ich. Der sah echt gut aus. Neuer Pilot. Voreinstellung. In Voreinstellung kannst du. Wir lassen mal die Voreinstellung. Neuer Pilot. Wir machen mal nur so, dass die Musik leise im Hintergrund läuft. Höhenanpassung, linker Stick. Höhe halten. Okay. Aber ich denke mal, das werden sie uns alles gleich im Spiel erklären. Dafür gibt es also schon. Spiel als erstes. Wir machen die ersten Schritte. Es ist ein PS4-Spiel, aber wie ihr seht, ich spiele es auf der PS5. Also ist alle Ausrüstung. Können sie ja selber, okay.
Uff. Uff, 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 uff. So weit rum, okay. Und dann da und da unten drunter. Oh, ich. Oh, da werde ich. Okay. Unten steht auch, wie wir das machen müssen. Ne? Oh Gott. Oh Gott. Ach, ich habe es mir ein bisschen einfacher vorgestellt. So, jetzt bin ich noch gar nicht. Einführung abgeschlossen, okay. Ich verreise mal, seht ihr das? Wenn ich normal hoch. Ich kann nicht mal gerade hoch machen. So ist gerade hoch. Ich verreise immer automatisch. So ist besser. Vorsichtig, okay. Oh, was war das?
Das wird eine Stadt, sehe ich jetzt schon. Gas nach unten. Ich will immer. Ich will immer mit dem Analogstick will ich immer nach vorne drücken, um zu steuern. Aber ich steuere halt mit vor und zurück also vor mit R2, zurück mit L2 und dann halt mit dem Analogstick mache ich dann halt nur hoch und runter. Ist ja ein schön gewöhnungsbedürftig. Dass ich das Tutorial mache und nicht einfach drauf los. Das hoch. Na, wir fangen gleich nochmal an. Gut. Uff. Da werde ich verkacken. Ja, ich weiß. Ja, leg los. Mensch. Oh. Nach oben.
ja nach unten drücken. Hoppala. Oh, ich werde so versagen. Dabei handelt er ja auch. Ja, viel Quatsche wieder. Aber ich finde die Steuerung echt. Muss mal gucken, ob man in der Steuerung noch was ändern kann. Rollen, oh Gott. Oh,
Das schaffe ich nicht. Ups. Da machst du ganz leicht nur und... Zum Glück nur ein Spiel. Okay. Oh Mensch, ich habe mich nicht richtig drehen können. Oh, jetzt aber. Oh Gott. Mach doch minimal nur. So, jetzt machen wir ganz leicht nach vorne. Oh. Da wird es etwas mehr Gas geben. Ja, toll. Also das ist nicht für mich, Leute. Das ist nicht für mich. Da ist der alte Mann überfordert mit. Jetzt andere Achse. Testet und ändert nur leicht die Neigung. Nur leicht die Neigung, okay? Bin ich wieder gerade hier? Oh Scheiße, jetzt habe ich wieder... Falsch. Falsche Richtung. Oh nein, nein, falsche Richtung. Ich habe mich zu weit gedreht. Doch minimal. Och, ey, das mit dem Minimal, das ist jetzt noch nicht meins, wa?
Also muss nochmal. Wer lacht, wenn wir das nicht hinkriegen? So. Minimal die Neigung. So. Vorsichtig. Jetzt nehme ich Gas zurück. Ups. Oh. Nee, ach Gott, wieder falsch. Ich gib's auf. Also mit der leichten Neigung und so. Das ist jetzt noch nicht meins. Metrisches System. Stand immer erkennen. Was soll das sein? Display anzeigen. Ein Screen Display. Ein Screen Display benutzen. Kamera aus. Unverwundbarkeitsmodus ist aktiviert, okay. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Also mehr Achieving wird es auch nicht. Bin ich jetzt schon wieder im Tutorial drin oder was? Ja, ich muss das wohl beenden. Ja, das wissen wir ja schon alles. Erklär mir das nochmal genau. Ich versuch's nochmal. Einmal nach unten, damit startet, ist klar. Gas wird durch. Bewegung, linken analog den kontrolliert. Aber dann macht er auf eine bestimmte Höhe. Na, das haben wir doch schon alles. Bist du sicher, dass du aufhören möchtest? Ja, müsste ja auch irgendwie Einzelspielermodus so geben, oder? Da ein zufällig ausgewähltes Rennen. Schnelleinrichtung. Karriere. Wir machen einfach mal ein zufälliges Rennen. Karriere, sage ich euch so wie das ist, brauche ich bei mir ja nicht versuchen. Ich bin nicht gut drin. Thank you.
Oh, falsch. Oh fuck, 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 fuck. Ah, Mist. War eben so gut. Oh, shit. Aber ich bin beim ersten Mal schon durchgekommen. Das ist schon mal positiv. Ups. Ui, um 10 Sekunden verbessert. Also ich habe es mir einfacher vorgestellt, muss ich mal dazu sagen. Ich dachte eigentlich ganz normal Gas wegnehmen und dann halt Höhe mit dem Analogstick oder hier halt mit rechts lenken und dann mit Gas und Bremse und dann halt vielleicht mit dem linken irgendwie, gut, ich bin noch nie Drohne geflogen, in echt, ich weiß nicht, ob die Steuerung wie bei einer echten Drohne ist und dann links und rechts halt einfach hier mit dem rechten Analogstick. Freestyle, Rennen, Freiflug. Wie will man ein Rennen versuchen? Hört sich schön an. Levelauswahl, Green. Dann nehmen wir nochmal Green. Oder wir nehmen mal Hall. Klingt nach Halle. Strecke. Nehmen wir mal vielleicht den ersten Abschnitt gleich. Rennen wählen. Night. Und spielen. Weil ihr seht ja auch bei dem Ladebildschirm und so, das spielt dann später auch in der Halle und so. Also da hat man dann nicht so viel Platz. So wie jetzt.
lang? Ah, hier. Oh. Die steuert sich aber irgendwie schon besser hier irgendwie. Ja, nochmal zurücksetzen. Ich muss irgendwo. Ach, da oben muss ich hin. Noch weiter höher oder was? Hier lang. Gott, bin ich schlecht. Ich habe mich verflogen. Ich habe mich festgeflogen. Ich habe mich verflogen, festgeflogen. Ich hab die Steuer. Leck mich doch mal, ist er nicht. Das ist nicht meins. Das ist nicht meins hier mit dem. Also mit der Ansicht kann ich, komme ich gar nicht klar. Und steuern ist auch nicht meins. Wir gucken aber nochmal in Karriere rein. Das Fliegen an sich ist nicht das Problem. Das Fliegen ist ganz angenehm mit dem Controller. Vor allem, ich spiele mit dem PS5-Controller. Logischerweise. Die Fliegen so an sich ist echt angenehm. Nur die Steuerung, also mit links, rechts, oben, unten, also da komme ich
Da bin ich raus. Also da bin ich komplett... Ich bin schon ein Autorennen nicht gut. Also, scheiße, auf ihr Deutsch gesagt. Wieso habe ich denn jetzt diese Ansicht? Ich möchte doch gar nicht die Ansicht, ich möchte doch die andere Ansicht wieder. Optionen. Grafikoptionen. Flugoptionen. Oh, die fliegen alle schon. Wo bin ich? Oh Gott. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. So, achso, das ist zum Akku wechseln noch. Okay. Ah, jetzt. Oh. Also wenn du eh mal raus bist. Noch nicht, noch bin ich nicht Bummelletzter. Ja, jetzt bin ich Bummelletzter. Mist. Shit. Oh Gott, bin ich schlecht.
Okay, also wir kriegen auch bessere Teile nach und nach. Also wir kriegen auch nach und nach bessere Teile, aber ich würde jetzt sagen, ihr habt mich noch scheitern sehen. Fliegen wir nochmal hoch, damit wir ja noch einen schönen Abschluss haben. Ich wollte es ja nur mal anzocken. Ich bin schlecht. Ich bin richtig schlecht in dem Spiel. Ich bin auch in Autorennen nicht gut. Aber hier mit der Steuerung ist nochmal was ganz anderes. Wie gesagt, hoch runter. Mit dem linken Analogstick. Dann Gas. Also vorwärts und zurückfahren ist hier. Und mit dem linken Analogstick ist halt auch Gas geben. Also vor, zurück, muss halt auch Gas geben. So. Wenn ich runterdrücke, sinke ich nicht nur, da wird auch der Motor weniger. Dann haben wir hier noch, können wir ranzoomen und wegzoomen. So, so. Oder hier zurück. Kommen wir noch zurück und auf der Stelle fliegen. Linken und rechten. Also L2, R2 gleichzeitig drücken. Dann kannst du auch irgendwie drehen, rollen und was weiß ich machen. Also ich bin einfach zu blöd dafür. Gebe ich zu, ich bin zu blöd dafür. Das ist nicht meine Steuerung. Ich mach dann lieber so was wie Ratchet & Clank und so. Ich bin denn. Ich hoffe, hat euch gefallen. Ich wollte es ja nur mal anzocken, weil viele gefragt haben, ob ich das auch mal anzocken kann. Ist genau wie Fußball, vielleicht macht das auch, um mich scheitern zu sehen, ich weiß es nicht. Ich bin jedenfalls nicht gut, es hat aber nichts damit zu tun, dass es ein doofes Spiel ist oder so. Es ist ein schönes Spiel, die Grafik ist okay, könnte ein bisschen besser sein, aber es ist halt ein schnelles Spiel. Und die ganzen Tastenbelegungen hier, ich bin halt kein Rennfan. Also für mich ist es jetzt, ehrlich gesagt, nichts. Obwohl ich gedacht habe, dass es vielleicht ein bisschen besser werden könnte, dass man vielleicht auch... Oh, ihr seht, ein bisschen kriege ich gebacken, aber vielleicht mit ein bisschen Übung bei den normalen Rennen könnte ich dann auch ein bisschen Stich sehen, dass ich halt nicht letzter werde. Also es ist machbar, seht ihr ja. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es euch gefallen hat. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.